Hi meine Lieben! Ja, heute gibt es das versprochene, angekündigte FAQ-Video, was ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe es bei Twitter und bei Instagram angekündigt und ihr konntet mir unter ein Instagram-Foto Fragen schicken, schreiben. Und ich habe schon gedacht, vielleicht mache ich sogar zwei draus, je nachdem, wenn es zu viele sind. Ich pick mir so die meisten raus und schaue schon, dass ich die meisten beantworten werde. Und ja, ich freue mich drauf, weil ich das schon echt lange nicht mehr gemacht habe. Und ja, kurz habe ich es mir durchgelesen, aber mir jetzt noch nicht so mega Gedanken darüber gemacht. Dann fangen wir mal an. Ich werde keine Namen nennen, weil ich das vorher nicht abgeklärt habe. Und ich weiß nicht, ob das jeder so gerne möchte. Also, liest du gerne? Wenn ja, welches Buch ist dein Lieblingsbuch? Und das ist so eine Frage. Ich lese voll wenig Bücher, muss ich echt sagen. Also, ich habe auch nicht so ein wirkliches Lieblingsbuch. Habe ich nicht. Lieber eine Woche kein Instagram oder eine Woche kein Facebook. Da ich überhaupt nicht so für Facebook bin, weder privat noch der gekoppelt ist mit meinem Blog und YouTube, kann ich ganz locker auf Facebook verzichten. Das ist mir egal. Ich könnte auch einen Monat auf Facebook verzichten, ohne dass mir das wirklich was ausmacht. Instagram wäre schon ein Problem, mittlerweile. Ich habe das ja nicht immer so gerne gemocht. Ich dachte mir, was nützt das, Bilder hochzuladen? Und ich habe den Sinn nicht so ganz gesehen, Instagram. Mittlerweile weiß ich, warum alle so süchtig sind. Ich habe ja recht spät erst Instagram gekriegt, gemacht, gehabt. Ja, jetzt mittlerweile wäre Instagram viel schlimmer für mich, aber eine Woche zu verzichten. Hast du ein Auto? Wenn ja, welches? Ich habe einen Führerschein schon seit über 2 Jahren, aber kein Auto dazu. Dann, was machst du beruflich? Oh ja, das werde ich auch häufig gefragt. Also ich bin Erzieherin in einem Schülerhort. Wenn du für ein Jahr mit einer Person dein Leben tauschen könntest, wer wäre das? Oh mein Gott, das ist eine schwierige Frage. Für ein ganzes Jahr und dann wäre man wieder so wie vorher. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn man jetzt jemanden nimmt, der total reich ist oder viel um die Welt reist und so und dann wieder nach einem Jahr so zurück switcht und wieder das Leben lebt, als wäre nichts gewesen, also als gäbe dieses Jahr nicht. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie so... Ich weiß nicht. Würdet ihr das machen? Das könnt ihr mir ja mal unten reinschreiben, ob ihr mit irgendjemandem ein Jahr lang tauschen würdet. Ich glaube, ich will das nicht machen. An sich wäre das bestimmt cool, aber die Zeit danach irgendwie, ich weiß nicht. Was ist dein größter Wunsch? Oh, was ist mein größter Wunsch? Also generell finde ich, dass man sich immer wünschen sollte, aber das funktioniert ja nicht, das ist es ja. Also, was ist dein größter Wunsch? Dass allen Leuten, Bekannten, Freunde, Familie ewig leben würden oder so und gesund sind und dass es ihnen gut geht, ne? Also das ist doch eigentlich ein Wunsch, den so, ich glaube, fast jeder hat. Herbst oder Frühling? Also ich liebe den Frühling. Also Frühling ist so meine Lieblingsjahreszeit. Ganz viele haben immer alle anderen Jahreszeiten, aber ganz selten wird Frühling genannt. Also ich liebe den Frühling. Aber das Blöde an der Sache mit dem Frühling ist, dass wir zum Beispiel dieses Jahr gar keinen hatten. Und dann ist es doof. Also es hat ja bis Mai, Juni komplett geregnet, war Sauwetter hoch 10 und dann war der Frühling gar nicht da und zack, später hat es dann irgendwie knapp 30 Grad gehabt und dann war Sommer. Also ich mag das, wenn es so blüht und man kann so durch die Straßen laufen und die Felder und dann blüht das so schön und dann riecht man den Blumenduft und ich mag das total gerne. Ich liebe den Frühling, dann wird es wärmer und so, und ach, aber nicht zu heiß. Aber wenn man keinen Frühling hat und das nur so verregnetes Dauer-Aprilwetter ist, dann ist es natürlich gar nichts, ne? Wohnst du allein oder mit deinem Freund? Also ich wohne hier alleine und mein Freund hat seine eigene Wohnung. Wie alt bist du? Ich bin 23 und ich werde so oft jünger geschätzt, egal ob im echten Leben oder hier bei YouTube. Wobei bei YouTube ist es nochmal krasser, finde ich. Machst du mal ein Video mit deinem Freund? Oh ja, das ist auch so eine Frage. Ich habe ihn schon ganz oft versucht, da zu überreden. Schon früher, vor Monaten schon und auch neulich wieder. Er möchte es nicht. Und wenn ich ihn frage, warum, dann sagt er darum. Er gibt mir keine richtige Antwort irgendwie da drauf. Er möchte das nicht. Und wenn ich ihm dann erzähle, dass ich ab und zu meiner Stadt erkannt werde und angesprochen werde und ihm ist das auch schon mal passiert, weil ich Bilder auf meinem Blog
von ihm gepostet hatte. Und dann wurde er bei seiner Arbeit auch mal erkannt und seitdem hat er so ein leichtes Trauma oder irgendwas. Ich weiß auch nicht. Er mag das überhaupt nicht. Vielleicht kann ich mal, wenn wir im Urlaub sind, sind wir ja ja, Ende September, Anfang Oktober, dass ich ihn da so ein bisschen vielleicht doch noch überreden kann, so mitzumachen. Aber an sich glaube ich, wird das echt schlecht mit so einem Boyfriend-Tag oder so. Sammelst du was? Ich sammle nichts. Kann man Kosmetik und Klamotten nicht? Nein. Also, ich bin ein kleiner Shopping-Suchti, aber ansonsten sammle ich eigentlich nichts. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, was sammle ich denn noch? Also, irgendwie sammle ich nicht so richtig was, aber wenn, dann sind es Mops-Sachen auf alle Fälle. Also, ich liebe es, Tassen, Figuren. Moment, hier steht gerade eine. Das ist sowas, was ich sammle, wenn ich was sammle. Ja, überall, wo so ein Mops drauf ist. Ein Kissen habe ich zum Beispiel hier und in dem Bilderrahmen hier oben ist so ja, ein Mops abgebildet und ansonsten Mops-Zeug. Bin ich immer glücklich mit. Was ich noch so sammel oder gerne habe, eben ist englisches Zeug, so typisch London, englische Sachen. Zum Beispiel diese Keep Calm-Dinger sind sowas. Oh, Keep Calm, das mag ich total. Dann, ja, alles, wo eine englische Flagge drauf ist oder irgendwie sowas. Oder ich habe zum Beispiel, die stehen normalerweise hier oben, ich habe die nur gerade runtergeholt. Das sind so zwei Postkarten, die ich mir in London gekauft habe, die ich einfach super schön fand. Ich mag auch dieses Schwarz-Weiß und dann so eine Farbe mit drin. Das hat auch irgend so einen Ausdruck, wie sich das genau nennt. Fand ich sehr, sehr hübsch und hier ist das auch eben voll schön gemacht. Und ja, ich bin so total der London-Freak und alles, was englisch angehaucht ist, liebe ich. Und jetzt habe ich so eine Decke hier, die ist auch wie eine große Flagge und die mag ich auch super gerne. Und ja, wenn, dann ist es so Keep Calm-Sachen, London-Sachen und Mops. Das ist so meins. Und Vintage so ein bisschen. Wie zum Beispiel dieser Vogelkäfig oder so Zeug. Ich mag sowas. Aber ob man das richtig Sammeln nennen kann, weiß ich jetzt nicht. Also ich mag das halt sehr gerne. Wie bist du auf YouTube gekommen? YouTube habe ich angefangen, weil ich einen Blog hatte und dann irgendwie habe ich mal ein paar Videos gesehen von Bloggern und fand das total spannend, weil wenn man das nur geschrieben sieht, von den ganzen Beiträgen, also die Blogposts und die Bilder sieht und dann nochmal ein Video, ist es was komplett anderes. Und das fand ich total spannend und habe gedacht, das machst du auch mal. Wobei meine ersten Videos echt schlecht waren und die allerersten habe ich sogar rausgenommen, weil es einfach echt schlecht ist. Wann hast du dich angefangen zu schminken? Ich habe, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, ich habe angefangen mit hellblauem Lidschatten. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann, finde ich. Ich habe mir so richtig schön mit so einem komischen Applikator-Schwämmchen-Ding erstmal dick fett hellblauen Lidschatten drauf geknallt. Sah super aus, ne? Wunderbar. Dann hatte ich irgendwann eine Phase, wo ich mir extrem schön dicken Kajalstrich von hier vorne bis nach hinten gezogen habe. Und dann halt Wimperntusche, verklumpte, verklebte Wimpern. Wunderbar. Meine Mutter hat mich da recht viel ausprobieren lassen. Die hat bestimmt einfach gedacht, lauf du bloß so rum, wie du willst. Und dann hatte ich eine Zeit lang roten Lippenstift, so pinkroter Glitzerlippenstift. Das war irgendwie, ich weiß nicht mehr, was Maybelline oder was L'Oreal. Irgendwas mit Glossy Water Shine Lippenstift. Auf jeden Fall war der schon ein bisschen teurer und oh, den habe ich geliebt. Das war auch so ein Ding, was ich jeden Tag drauf gemacht habe. Ja, und dann mit 13 ging es dann halt los mit normaler Wimperntusche und Kajal und so und sah aber nicht so toll aus. Also nee. Wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen und woher kennt ihr euch? Also, wir sind jetzt schon über 5 Jahre zusammen. Und wir kennen uns, oder ja, wir haben uns kennengelernt, eigentlich durch Zufall. Das war damals von der Schule, ja, wie soll ich jetzt sehen? Ja, das war damals so, dass mehrere Freundinnen aus verschiedenen Richtungen kamen und wir halt mit der Straßenbahn angereist sind zur Schule. Und wir mussten nochmal umsteigen in eine andere Bahn und jeder kam aus so einer anderen Ecke. Und dann hatten wir eben eine Haltestelle, wo wir uns alle getroffen haben, weil unsere Bahn da alle vorbeikam. Und sind dann rübergelaufen und sind eben zu anderen Straßenbahnen und haben da gewartet. Und es hat immer ein bisschen gedauert und dann haben wir gequatscht und so. Ja, und dann war halt in meiner Bahn immer einer drin, wo mir halt so gefallen hat. Und der saß halt immer da vorne, wo ich dann halt auch immer eingestiegen bin. Und das habe ich halt mit den Mädels damals beredet. Und die eine meinte dann aus meiner Klasse, hey, den kennt sie doch.
Das ist einer von ihrem Bruder, ein Kumpel, ein guter Kumpel. Und so kam der Kontakt halt eben zustande, weil sie den dann auch mal so zu uns geschleppt hat. Er hatte damals nur zufälligerweise diesen Weg genutzt, weil er, ich weiß gar nicht, irgendeine andere Fortbildung hatte oder irgendwas wegen der Ausbildung. Und dann musste er diesen Weg nehmen, aber auch nur so 2 Wochen lang oder so. Und das war dann so Glücksfall. Und sie hat das dann so ein bisschen gelenkt, dass er dann mehr von mir wusste und ich von ihm. Und ja, so kam das dann halt zustande. Ja. Beschreibe mal einen gewöhnlichen Tagesablauf von dir, beziehungsweise deinen Alltag vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Oh Gott, wollt ihr das überhaupt wissen? es ist immer unterschiedlich bei mir, komplett. Also, ich habe schon feste Arbeitszeiten, aber die Tage sind nie gleich. Also, nur so grob. Aber meine Anfangszeiten sind zum Beispiel total unterschiedlich. Ich hatte vor einer Weile noch Arbeitszeiten von 7:30 Uhr bis irgendwie 16 Uhr. Dann habe ich mal von 9 bis 17 Uhr. Dann habe ich mal spät. Dann habe ich erst um 12. Dann habe ich erst um 11. Ist total unterschiedlich. Und es ist nichts Spannendes. Also ich stehe auf, mache mich fertig, frühstücke was, gehe los, komme wieder. Dann ist irgendwie nach 18 Uhr auf jeden Fall und es passiert jetzt nichts Spezielles. Mein Freund kommt dann zu mir oder auch mal nicht und ich schaue mir YouTube-Videos an, mache hier was, esse was. Ja, ist jetzt nicht so spannend, finde ich. Wie lange wohnst du schon alleine und wo leben deine Eltern? Also ich wohne seit März 2012 allein und meine Eltern leben da, wo sie vorher gelebt haben. Also ist auch noch Großraum Karlsruhe. Also nicht weit weg von mir. Hast du Geschwister? Nein, habe ich nicht. Wo lässt du deine Nägel machen? Ah, jetzt sehe ich, wer das hier schreibt. Das sind ja mehrere Fragen von ihr gewesen. Ah. Ja, ist jetzt nur für die Karlsruhe vielleicht interessant. Also ich weiß nicht, ob ich so groß Werbung machen soll für sie. Denn sie hat eigentlich sehr viel Kundschaft und ist immer so bemüht, die alle unterzubringen. Und das schon die ganze Zeit. Also sie ist recht bekannt, wenn man so Gelnägel mag. Ja, ich kann es sagen, aber es ist immer schwierig, bei ihr einen Termin zu kriegen, wenn man nicht so Stammkundin ist. Und ich bin schon seit über 5,5 Jahren bei ihr. Ja. Also der Laden heißt Laura Kosmetik und Kosmetiks. Oh Gott, wie peinlich. Entweder es heißt Laura Kosmetik oder Laura Kosmetiks. Kosmetik, glaube ich. Ja, auf jeden Fall macht sie Nägel, die macht aber auch Fußpflege, die macht Massagen, die macht permanent Make-up mittlerweile. Von allen möglichen Sachen und ist so ein kleiner Beauty-Salon halt, ne? Und ich mag sie super gerne und ich gehe da schon immer hin und preislich ist es auch voll okay. Und ich lasse mir halt immer meine Gelnägel machen. Ich mache meistens so eine Art French-Nägel, aber die Spitze ist nicht komplett weiß, sondern Diamantweiß heißt das. Aber sie mischt das selber. Also sie macht da so Pulverzeug rein, hat sie mir erklärt und ja, dann sieht das nicht so hart aus wie French-Nägel, aber glitzert voll schön. Wie so Schnee, wenn Sonne drauf scheint. So glitzert das dann. Total schön. Ja, ich glaube, das reicht jetzt. Wir sind noch bei über 10 Minuten. Ja, okay, das reicht. Vielleicht mache ich dann nochmal ein FAQ in ein paar Wochen oder so. Ihr könnt mir da immer wieder gerne mal Fragen stellen, aber wenn, dann bündel ich die am liebsten unter einem Bild oder so. Dann habe ich die mal gleich so wie jetzt hier. Ja. Okay, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss! I'm gone.